Hey, willkommen zu einem neuen Video. Sport kann sehr viel Spaß machen und auch spannend zu beobachten sein. Wenn du ein Sportfan bist, dann hast du auf das richtige Video geklickt. Denn heute zeigen wir dir 50 Sportmomente, die du gesehen haben musst, um es zu glauben. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Hast du jemals ein Sportspiel gespielt, bei dem es windig oder stürmisch war? In diesem nächsten Video hat Mutter Natur beschlossen, sich dem Fußballspiel anzuschließen und der anderen Mannschaft zu einem Tor zu verhelfen. In der Tat war es an diesem Tag sehr windig und als der Torwart den Ball ins Feld schoss, beschloss der starke Wind, den Ball zurückzublasen, was zu einem Eigentor führte. Weltrekorde der schnellsten Läufer sind schon beeindruckend genug, aber habt ihr schon einmal jemanden auf allen Vieren laufen sehen? Das ist Kenichi Ito, der am 6. November 2015 in Tokio, Japan den Weltrekord aufgestellt hat. Es ist ein surrealer Anblick, wie er die 100 Meter in nur 15,72 Sekunden zurücklegte. Die Chancen, einen Baseball zurück in die Pitching-Maschine zu schlagen, sind ungefähr so gering wie die Chancen, dass ein Pfeil einen anderen spaltet, selbst wenn man Hawkeye ist. In diesem Video schlägt der amerikanische Baseballspieler Matt Joyce den Ball so, dass er direkt in die Pitching-Maschine zurückkommt. Unglaublich, nicht wahr? 1993 fand ein historischer Boxkampf zwischen Riddick Bowe und Evander Holyfield statt, als einer der beiden stehen blieb und zum Publikum blickte. Nach seinen eigenen Worten glaubte er, King Kong zu sehen. Tatsächlich aber sprang ein Fan mit dem Fallschirm in den Boxkampf und die Sicherheitskräfte mussten ihn schließlich umzingeln und aus dem Gebäude geleiten. And One war eine Basketballorganisation, die in den 2000er Jahren durch ihre einzigartige Art Streetball zu spielen sehr populär wurde. Einer der Spieler des And One Teams war Air Up There, der das Dunking auf ein neues Niveau brachte. Sieh dir seinen 720er Dunk an, bei dem er sich dreimal in der Luft dreht, bevor er den Ball ins Netz dunkt. Als Olympiasieger Mondo Duplantis an diesem Tag zum Wettkampf antrat, hatte er nicht den Weltrekord im Sinn. Stattdessen konzentrierte er sich darauf, den Wettbewerb zu gewinnen. Aber an diesem Tag gelang es ihm auch, den bisherigen Weltrekord im Stabhochsprung zu brechen. Er sprang unglaubliche 6,21 Meter. Als Torhüter ist man ein wichtiger Spieler, denn man muss dafür sorgen, dass der Gegner kein Tor schießt. Aber im Jahr 2001 spielte die amerikanische Fußballmannschaft Samoa gegen Australien und hatte einen Torwart, der gelinde gesagt nicht sehr gut war. Der Ball kam nicht einmal in die Nähe der anderen Seite des Spielfelds, denn die Australier erzielten sage und schreibe 31 Tore. Ein professioneller Taucher namens Gary Hunt schockierte 70.000 Menschen während der Red Bull Cliff Diving Series in La Rochelle, Frankreich. Aber was hat er getan, das so besonders war? Nun, er führte eine unglaubliche Serie von Bewegungen aus, die 3 Saltos und 4,5 Drehungen umfasste, was als der schwierigste Tauchgang der Sportgeschichte bezeichnet wurde. Big Show und Mark Henry zeigten, dass der WWE-Ring nicht so unverwundbar ist wie gedacht. Als Big Show auf das zweite Seil kletterte, waren seine letzten Worte: "Ich hoffe, der Ring ist gut abgesichert." Beide landeten auf dem Rücken, wodurch der Ring zerbrach. Wie zu erwarten war, war jeder im Publikum geschockt. Vince Carter ist ein Basketballspieler, der lange Zeit als der beste Dunker der Welt bekannt war. Während der Olympischen Spiele in Sydney im Jahr 2000 bewies er dies, indem er über den 2 Meter großen Frederick Weiss sprang. Dieser Mann war 2 Meter und 18 Zentimeter groß. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich der Mann danach gefühlt hat? Wenn ihr euch die World Series Baseball anseht, ist das Letzte, was ihr erwartet, statisches Rauschen und unheimliche Stille. Das Loma Prieta Erdbeben ereignete sich 1989 und hatte eine Stärke von 6,9. Am Ende wurde das Spiel zwischen den San Francisco Giants und den Oakland Athletics verschoben. Marathons mit der Nummer 39 werden auf der ganzen Welt veranstaltet und vielleicht habt ihr selbst schon einmal an einem teilgenommen. Aber im folgenden Video hat eine Ente namens Wrinkle beschlossen, am Rennen teilzunehmen. Stellt euch vor, ihr seid kurz davor, nach der Hälfte des Marathons aufzugeben und seht diese lächelnde, glückliche Ente vorbeiwatscheln, gefolgt von bewundernden Fans. Die Ente war ein echter Teilnehmer, denn am Ende erhielt sie auch eine Medaille. Der nächste Moment ist ein gutes Beispiel dafür, dass man niemals aufgeben sollte. Michael Sweeney wäre während eines Rennens fast vom Pferd gefallen, aber er hat durchgehalten und sich lange genug festgehalten, um schließlich wieder in den Sattel zu steigen. Das Bemerkenswerte daran ist, dass es ihm danach gelang, das Rennen zu gewinnen. Unglaublich, nicht wahr?
Während der Hyundai Archery World 2018 in Shanghai traf Chang Yejin ihr Ziel nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal. Sie hat sogar fast einen sogenannten Robin Hood geschafft, bei dem man einen Pfeil mit einem anderen teilt, während er im Ziel ist. Joe Rahm ist der Mann mit dem besten Golfschlag aller Zeiten. Er schlug den Ball auf eine bestimmte Art und Weise so, dass er über das Wasser glitt und schließlich im Loch landete. Man kann es Glück nennen, aber Joe selbst sagt, es war reines Können. Ich glaube nicht, dass irgendjemand diesen Moment geglaubt hätte, wenn er nicht mit der Kamera festgehalten worden wäre. Nikolai Rogatkin fuhr einen BMX-Wettbewerb auf dem Marktplatz in Nürnberg, Deutschland. Die Zuschauer konnten es kaum erwarten, ihm bei einem 1440er zuzusehen. Nach vielen schwindelerregenden Drehungen sollte er sogar einen Weltrekord aufstellen. Wie du vielleicht weißt, sind professionelle Darts-Meisterschaften ein weitgehend von Männern dominierter Sport. Doch im Dezember 2018 schrieb eine Frau namens Fallon Sherrock Geschichte, indem sie Ted Evitts mit 3:2 besiegte. Damit wurde sie die erste Frau, die eine Darts-Meisterschaft gewonnen hat. Während eines Badminton-Spiels bleibt der Shuttle im Netz stecken. Das ist ein sehr seltener Moment und kommt sicher nicht oft vor. Die Zuschauer hielten den Atem an und staunten über die schiere Unwahrscheinlichkeit dieses Vorfalls. Schließlich wurde der Ball aus dem Netz entfernt und das Spiel konnte fortgesetzt werden. Pferde können ziemlich hoch springen. Schaut euch zum Beispiel an, was Champion Sunshine und ihr Reiter, der Belgier Joost Verloy, bei der Washington International Horse Show 2015 in Washington DC gezeigt haben. Übrigens ist dieser Sprung über eine Mauer mit einer Höhe von 13 Metern einer der höchsten jemals aufgezeichneten Pferdesprünge. Als alle unermüdlich trainierten, studierte Michael Guerra Physik. Das war ein kluger Schachzug von ihm, denn während eines Rennens, das er verlor, beschloss er, sich auf dem Bauch auf sein Fahrrad zu legen. In einer fliegenden Superman-Pose überholte er alle seine Gegner. Ihr findet es wahrscheinlich schon unglaublich, ein Holzbrett in zwei Hälften zu treten, aber dieser Mann hat den schwarzen Gürtel in Karate und hat etwas geschafft, das nicht jeder kann. Im Video schafft er es, vier Bretter in die Hälfte zu treten, während er einen 720er dreht. Ziemlich beeindruckend, wenn du mich fragst. In diesem Video wird Philippos Papa Philippou mit halsbrecherischer Geschwindigkeit gegen die Wheelie-Bar seines Konkurrenten Steve Woollett geschleudert. Es gibt Momente wie diesen, die man nicht glauben würde, wenn sie nicht mit der Kamera festgehalten worden wären. Wenige Sekunden bevor sein eigenes Rad zu Boden geht, springt er auf das Rad seines Gegners. Wenn man Boxer ist, lernt man Schlägen auszuweichen, aber niemand kann ihnen so gut ausweichen wie Canelo Alvarez in diesem Video. Er macht es seinem Gegner sehr schwer, ihn zu treffen. Es muss für seinen Gegner sehr anstrengend gewesen sein, ständig in die Luft zu schlagen. Die Skateboard-Welt wird Tony Hawks 900er Spin nie vergessen, aber ein Typ namens Mitchie Brusco hat diesen Trick auf ein ganz neues Niveau gebracht. Bei den Skateboard Big Air Finals gelang ihm der erste 1260er. Als er den Stunt vollendete, konnte er selbst kaum glauben, was er gerade vollbracht hatte. Beim Fußballspielen kann alles schiefgehen, aber habt ihr schon einmal gesehen, wie ein Tor mitten im Spiel umkippt? Dies geschah 1970, als der Fußballspieler Herbert Laumann mit einem Hechtsprung gegen das Tornetz stieß, woraufhin es wie ein Ziegelstein zusammenbrach. Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1991 sprang Mike Powell nicht nur weit, er flog auch weit. Das war auch der Moment, in dem er den seit 23 Jahren bestehenden Weitsprung-Weltrekord brach. Seitdem ist kein anderer mehr in die Nähe dieses Rekords gekommen. Unglaublich, Mike Powell übertraf den bisherigen Rekord um satte 5 cm. Das heißt, er sprang insgesamt 8,95 Meter weit. Die indonesische Kletterin Aries Susanti Rahayu brauchte nur 6.995 Sekunden, um die Wand als absolute Legende zu erklimmen. Sie stellte an diesem Tag einen neuen Weltrekord im Schnellklettern auf und war außerdem die erste Frau, die im 15-Meter-Wettbewerb unter der 7-Sekunden-Marke blieb. In diesem Video sehen wir einen Mann in voller Profikleidung auf dem wohl kleinsten Fahrrad der Welt. Aber wie ist das möglich, werdet ihr euch fragen. Wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung, aber es sieht so aus, als bräuchte man eine Menge Gleichgewichtsfähigkeiten, um das zu schaffen. Während eines Eishockeyspiels zwischen den Florida Panthers und den St. Louis Blues gelang es einem Spieler, den Puck gegen den Schiedsrichter zu schleudern, woraufhin der Puck im Tor landete. Der Schiedsrichter sagte nach dem Spiel, dass er dies in über 1000 Spielen, die er als Schiedsrichter geleitet hat, noch nie erlebt hat.
Fußballspiele sind manchmal ein Tollhaus, darüber lässt sich nicht streiten, aber man kann nicht leugnen, dass die Fans auf den Tribünen alles geben, wenn es nötig ist. In diesem Fall warfen sie hunderte von roten und weißen Strandbällen auf das Spielfeld. Der tschechische Speerwerfer Jan Železný ist einer der besten Speerwerfer der Geschichte und verblüffte die Welt, als er seinen Speer so weit warf, dass er fast das Spielfeld verließ. Wie weit hat er genau geworfen? Eine unglaubliche Weite von 89,48 Metern. Kein Wunder, dass er als der beste Speerwerfer unserer Zeit bezeichnet wird. Ein K.O. beim Boxen ist einer der schönsten Momente, die man als Boxer und Fan erleben kann. Aber in diesem Video werden beide Boxer gleichzeitig ausgenockt. Definitiv ein Moment, der für immer in die Geschichte des Boxens eingehen wird. Bei einem Nutmeg schießt man den Fußball durch die Beine eines anderen. In diesem Video schießt der Fußballspieler N'Golo Kanté den Ball nicht durch ein, nicht durch zwei, sondern durch drei Beine, um schließlich ein Tor zu erzielen. Ob reines Geschick oder Glück, dies muss eines der schönsten Tore aller Zeiten sein. Eine weitere Sportart, bei der die Fans mitfiebern, sind Dirtbike-Rennen. Josh Sheehan, der in der Hall of Fame der Dirtbikes steht, hat den ersten dreifachen Rückwärtssalto auf seinem Dirtbike vollführt. Berichten zufolge hat er ein Jahr lang für diesen Stunt geübt und seine harte Arbeit wurde an diesem Tag belohnt. Es gibt normale Autorennen, aber es gibt auch Rennen, bei denen das Auto umkippt oder nur auf zwei Rädern fährt. Wenn du dachtest, es sei schwer, die Stützräder von deinem Fahrrad zu entfernen, dann sieh dir an, wie Terry Grant und sein Auto auf zwei Rädern Kilometer zurücklegen. Vielleicht hast du mit deiner Familie Bowling gespielt, aber wusstest du, dass dieser Sport auch auf hohem Niveau betrieben wird? Es gibt sogar Leute, die Trickshots machen, wie Orscu Palerma während der PBA World Series of Bowling. In dem Video sehen wir, wie er einen Stuhl auf der Bahn aufstellt, die Bowlingkugel darüber wirft und dann einen vollen Strike erzielt. Bei diesem MMA-Kampf passierte tatsächlich etwas ziemlich Bemerkenswertes. Shinit Chagatka Zolcecek kämpfte gegen Ma Jiawen. Und nach einem K.O. griff der Kampfrichter sofort ein. Doch einer von ihnen griff in seinem Unterbewusstsein nach dem Bein des Schiedsrichters und ließ nicht mehr los. Chris Colan, ein Baseballspieler der Blue Jays, schlug den Ball während der Meisterschaft weit weg. Was dann geschah, ging für immer in die Geschichte ein. Während die gegnerische Mannschaft den Ball so schnell wie möglich zurück zur Base bringen wollte, sprang Chris über den gegnerischen Spieler und verschaffte ihnen so eine 3:2-Führung. Wenn du deine Karriere innerhalb von Sekunden zerstören willst, solltest du nicht tun, was Georgos Katidis getan hat. Nachdem der griechische Fußballspieler ein Tor geschossen hatte, entschied er sich nämlich, den Hitlergruß zu machen. Dies war übrigens das letzte Mal, dass er ein professionelles Spielfeld betrat, denn er wurde aus allen Nationalmannschaften verbannt. Die Frage ist, wer ist schneller, eine Hürdenläuferin oder ein Nissan GT-R? Michelle Jennecke entschied sich für ein schnelles Auto und hätte das Rennen fast gewonnen. Naja, sie hat zwar haushoch verloren, aber es ist cool, dass sie es wenigstens versucht hat. Der nächste Versuch ist viel schwieriger, als er aussieht, aber Ryan Crouser hat es geschafft, einen Weltrekord aufzustellen. Dieser Moment ereignete sich bei den Olympischen Spielen 2021 in den Vereinigten Staaten. Ryan übertraf den bisherigen Rekord aus dem Jahr 1990 und warf unglaubliche 23,37 Meter. Es erfordert wahnsinnige Fähigkeiten, beim Eiskunstlauf das Gleichgewicht zu halten, aber Piper Gills und Paul Poirier brauchen Nerven wie Drahtseile, um weiterzumachen, selbst wenn sich ihre Haare in der Kleidung ihres Partners verfangen haben. Schließlich schafften sie es, die Haare zu lösen und als wäre nichts passiert, gingen sie zu ihrer Kür zurück. Wer braucht schon einen Torwart, wenn man einen Hund hat, der den Ball genauso gut stoppen kann? Im folgenden Video sehen wir, wie ein talentierter Hund in einem argentinischen Drittliga-Fußballspiel auf der Torlinie eine unglaubliche Rettung vollbringt. Snooker ist ein Billardspiel, bei dem man alle farbigen Kugeln in die Löcher befördern muss. Der nächste Moment ist jedoch etwas, das ich noch nie gesehen habe. Ich fange sogar an zu zweifeln, ob das echt ist. Was meint ihr dazu? Ludmila Turysheva zeigte bei den Weltmeisterschaften 1975 in der UdSSR eine phänomenale Leistung, doch gleich nach ihrer letzten Übung brachen die Reckstangen hinter ihr zusammen. Glücklicherweise kam sie gerade noch rechtzeitig ins Ziel und konnte den Sieg in der Tasche behalten. Dieser Tritt von Elliot Daly geht definitiv in die Geschichtsbücher ein. Wenn man bedenkt, dass die meisten Menschen Probleme damit haben, ihre zusammengeknüllten Servietten in den Mülleimer zu werfen. Elliot kickte den Ball 50 Meter weit weg direkt in eine kleine Mülltonne und wie zu erwarten war, war die Menge außer sich.
Stadien scheinen manchmal so gut gebaut zu sein, dass man sich nicht vorstellen kann, dass irgendetwas in dieser Größenordnung schiefgehen könnte. Doch am 12. Dezember 2010 stürzte das Dach des Metrodome-Stadions aufgrund eines extremen Schneesturms ein. Glücklicherweise befanden sich an diesem Tag keine Menschen im Stadion. Bei den Harlem-Boccia-Weltmeisterschaften gelang Nick Brett vor den Augen unzähliger Zuschauer ein unglaublicher Wurf. Niemand hatte erwartet, dass dieser Wurf gelingen würde, aber Nick schaffte es, die Kugel genau an der richtigen Stelle zu treffen. Was für ein befriedigender Wurf das gewesen sein muss. Das ist der epische Moment, in dem ein Foulball im Bierglas eines Fans im Petco Park landet. Das ist definitiv ein 1 zu 1 Billion Moment. Nachdem die Frau den Ball in ihrem Bierglas aufgefangen hatte, wurde sie von Tausenden von Fans angefeuert. Was ist dein Lieblingssport? Und hast du schon einmal einen coolen Sportmoment erlebt? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.